Für Paare sind gemeinsame Urlaubserfahrungen wichtig. Wenn aber die aufs Liebesglück eifersüchtige Schwester mit dabei ist, gibt's keine Zweisamkeit. Ich war sowieso nicht das fünfte Rad am Wagen. Ja, du warst der Mittelpunkt. Auch die Mutter bzw. Schwiegermutter kann im Liebesurlaub zum Störfaktor werden. Ich bin doch der Anführer. Und wenn die Gattin dann Me-Time braucht, muss man sich mit ihrer besten Freundin vergnügen, zumindest beim Abwasch. Meistens der Faulheit geschuldet von meiner Frau. Drei Paare sind diese Woche im Malta-Urlaub doch nicht allein. Wer schafft es, nicht zum fünften Rad zu werden? Das ist Pärchenurlaub, aber zu dritt. In einem Bett mit der Schwester schlafen. Das machen die Zwillinge Taja und Jana zu Hause in Bergkamen. Da passt kein Mann dazwischen. Ein Mann hat hier schon mal übernachtet, aber auf der Couch. Doch seit Montag sind die Zwillinge mit Janas Partner Jan gemeinsam auf Malta. Und Taja drängt sich bei der 3-Monats-Liebe dazwischen, wo sie nur kann. Ich schlafe immer in der Mitte, ich kann nicht außen schlafen. Der 32-jährige Student Jan hofft auf noch ungestörtere Momente mit seiner Jana. Beim Sightseeing in der Hauptstadt Valletta werden aber die unterschiedlichen Interessen wieder deutlich. Während das Paar von der Geschichte des Hafens fasziniert ist. Guck mal, für die äußere Verteidigung der Stadt wurde dieser Graben erschaffen. Guckt Taja reichlich genervt. Sie hat sich den Ausflug anders vorgestellt. Und mir ist heiß. Und jetzt lesen wir diese Sätze. Ja, schon nein, das ist, nein. Ah, ist doch schön. Nein, doch. Es ist interessant, weil allgemein ja interessiert mich Geschichte. Und höre ich zum ersten Mal, ehrlich gesagt. Die Single-Schwester will viel lieber shoppen gehen. Das Paar soll mitkommen. Du kannst ja Nein sagen, aber du Taja, nein, das kann ich nicht. Ich kann nicht Nein sagen. Also nicht, sie macht das alles so, dass ich kein, also Nein nicht sagen kann. Sie möchte alles und ich hab's drauf. Also man könnte den Eindruck gewinnen, die 2 Minuten jüngere Taja dominiert den Urlaubsalltag. Gib zu, was zugegeben sein muss. Ja, ich denke mal, wir können das jetzt auch verneinen, aber mit den Konsequenzen müssen wir am Ende des Tages leben. Von daher ist Taja auf jeden Fall der Boss. Danke. Der Boss will jetzt shoppen, aber so ganz hat Jan seinen Geschichtstrip in der 5 Jahrhunderte alten Hauptstadt nicht aufgegeben. Oh, guck mal, hier ist auch so eine schöne Seitengasse. Sollen wir hier gleich mal durchgehen, oder? Weiß nicht, so ein paar Läden sind ja hier auch. Genau das will Taja. Der erstbeste Shop gehört ihr. So schaut sich der Elektrotechnikstudent statt den Sehenswürdigkeiten nur die Touri-Souvenirs an. Wird's auf dem Trip auch mal nach seinem Willen gehen? Hat der Jan jetzt eigentlich auch mit Entscheidungsgewalt hier? Hello darkness, my old friend. Während die drei kräftig shoppen, statt die Geschichte Maltas zu erkunden, machen sich auch Anton, Vanessa und Monika für den Tag auf der Insel fertig. Wie war die Nacht? Schön, gut geschlafen, schön. Die Schwiegertochter ins B, Vanessa, hatte Bedenken, ob das mit der 52-Jährigen im selben Apartment auch wirklich gut geht. Moni schnarcht, Entschuldigung an Moni, aber wie 10 Baumfäller. Und wie war es für die 31-Jährige? Hat sie was gehört? Gar nichts. Ich weiß nicht, ob es wirklich an diesen heftigen, dicken Türen lag. Oder ich weiß nicht, an was. Ja, und einmal sind wir rein zu ihr in der Nacht. Und es war nichts. Nein, wirklich nichts. Keine Ahnung. Also zu Hause kommen immer Beschwerden. Ihr Partner Anton machte sich vor der Abreise auch Sorgen darüber, was zu Unruhe führen könnte. Also für mich ist stressig, wenn auf einmal viele Menschen da sind, der eine dann Moni zum Beispiel dahin will, Vanessa dahin will, dann ist schon für mich stressig, ich zum Beispiel dahin will. Doch beim gemeinsamen Strandbesuch stellt die gelernte Sicherheitsfachkraft dann fest, dass sich Mutter und Freundin auch bestens gegen sie verschwören können. Wie sieht's eigentlich aus? Hab schon erwähnt, dass ich Sand hasse. Holen wir uns eine Liege, oder? Ich gebe doch dafür kein Geld aus. Ja, ich schon, du? Nee. Da bin ich geizig, Da kann ich mir ein neues Outfit kaufen. Da sind sich Schwiegertochter und Mutter einig, auch wenn die 52-Jährige dann nicht so relaxed wirkt. Direkt hier? Ja, wo willst du hin? Da sind so viele Menschen. Da sind Menschen. Ja, eben, hier ist doch perfekt. Okay, ich gehe nach Hause. Und deswegen sage ich dann Schirm. Hab ich schon erwähnt, dass ich Sand hasse? Glaubt das Paar, das seit 7 Jahren durch dick und dünn geht, dass es ohne die Schwiegermutter eine entspanntere Zeit hätte? Ja, mit ihr ist schon ein bisschen stressig, ja.
Weil auch wenn sie dann was hast, wiederholt es halt echt 100 Mal. Da hilft nur eins, raus aus den Klamotten und rein ins 28 Grad warme Nass. Denn da kommt Monika nicht hinterher. Und sie spürt, sie könnte hier zum fünften Rad am Wagen werden. Die denken sich doch auch jetzt schon, wäre lieber mal ohne die Dicke in Urlaub gefahren. Tja, vor dem Trip haben Vanessa und Anton auch gedacht, sie würden der Frührentnerin mit dem Urlaub eine Freude machen. Schließlich war die 52-Jährige noch nie auf einer Mittelmeerinsel. Moni hat es wirklich von Herzen verdient, mit uns in Urlaub zu kommen und einfach das einfach auch zu erleben. Am Nachmittag, wenn sich die beiden 31-Jährigen für einen Einkaufsbummel fertig machen, zeigt sich, wie unterschiedlich das Paar und die Schwiegermutter ticken. Ja, manchmal nervt es, wenn sie stundenlang im Bad brauchen. Das kann ich ja sowieso nicht verstehen, weil also ich bin im Bad nach 2 Minuten wieder draußen. Dementsprechend ungeduldig ist sie, wenn ihre Reisebegleiter nicht ganz so fix sind. Ich warte, bis ihr fertig seid mit Cam. Okay, wir sind gleich durch. Moni bringt Zeitdruck in den Paarurlaub, den die Verliebten nicht verstehen können. Also ich glaube, das ist einfach normal, wenn man halt wirklich nicht zu zweit in Urlaub geht, dass man sich da einfach ein bisschen anpassen muss. Ja. Dass der andere noch das macht oder das. Dann sind die gelernte Einzelhandelskauffrau und ihr Partner auch fertig, sodass Schwiegermutter Monika ihnen an der Promenade mal zeigen kann, wie man Dinge schnell erledigt. Da ist ein mintfarbener Hut. Hut entdeckt, auf dem Weg fast überfahren lassen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Schnell entscheiden. Okay, Moni hat einen neuen Hut. Oh. Ja? Ja, natürlich. Kannst du mal schnell halten? Ich gebe Zahlen. Und sich auf dem Weg zur Kasse schnell noch umentscheiden. Ich habe einen anderen Hut. Der hat nicht so eine große Spannweite. Ich habe einen besseren Hut. Stufe. So macht man das in Windeseile und setzt sich dann wieder an die Pole Position des familiären Trios. Ich bin doch der Anführer. Nee, ich weiß nicht, wer das entschieden hat, aber das bist du nicht. Wir sind keine 5 mehr. Ja, natürlich. Ob ihr die Kleinen die nächsten Tage noch entwischen werden? Ach, die Dicke ist halt immer ein bisschen langsam. Das Pärchen Resi und Tom verbringt seinen Urlaub ebenfalls auf Malta, jedoch auch nicht allein. Resis Busenfreundin Jenny ist dabei und schläft sogar im Zimmer des Paares. Ehemann Tom und Jenny haben viele gemeinsame Interessen. Im Urlaub wollen sie Sport, Party, Action. Das Bindeglied Resi tickt da ganz anders, führt das zu Spannungen. Wir besuchen die drei in ihrem Apartment. Aber wo ist die Justizvollzugsbeamtin denn? Ich glaube, die ist noch im Schlafzimmer. Tatsächlich steht die Schmink- und Styling-Verrückte mal wieder im Badezimmer. Du hast dich fürs Kochen jetzt so rausgeputzt. Das ist nicht rausgeputzt, das ist mein Schlumberkleid. Dein was? Mein Schlumberkleid. Einfach zum Überwerfen. Naja, sie kann es jedenfalls tragen, aber kann Resi auch kochen? Wir kochen eher selten. Wir sind mehr so Fastfood- und Fertiggerichte-Fans und wir gehen gerne essen. Das zeigt sich auch daran, dass Jenny Schweißer Tom helfen muss, den Herd anzumachen. Ja, Tom, warum muss eine Frau einen Herd anmachen? Tja, das kann ich auch nicht beantworten, weil ich halt wahrscheinlich nicht ganz so klug bin. Damit hat das sicher nichts zu tun, aber die Koch-Unerfahrenheit zeigt sich schon. Eingekauft haben die drei für Burger und die müssen gebraten werden. Wir haben keine Butter, ne? Nee, wir haben keine Butter, die haben wir vergessen. Mach ein bisschen Wasser rein und dann ist ja das Fett von den Patties. Resis beste Freundin hilft dem Paar an allen Ecken. So gefällt's der 33-Jährigen. Das soll schmecken. Piep, piep. Denn die will im Urlaub die Verantwortung mal abgeben. Dazu zählt auch der Abwasch. Was macht denn Resi? Ich komm ja schon. Vielleicht macht das doch das Hotelpersonal. Nee, lass das es doch einfach dreckig stehen. Vielleicht machen sie es ja. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Resi scheinbar schon. Während Tom und Jenny aufräumen, chillt sie im Bettchen. Warum hilft sie den beiden denn nicht? Das liegt einfach daran, dass es mir besser geht, wenn ich allein bin und das für mich erholsamer ist. Also wenn ich allein bin, für mich bin, Zeit für mich habe, dann kann ich meine Batterien wieder auffüllen. Tom und die beste Freundin seiner Frau kennen und lieben die 33-Jährige nicht anders. Wenngleich der Schweißer über den Umstand nicht überglücklich ist. Nervig ist manchmal, dass sie ein bisschen Prinzessin ist. Sie lässt sich gerne alles hin und her tragen. Mal einen Koffer nicht unbedingt, dann setzt sie sich hin, wenn sie will, wenn sie irgendwo anstehen muss, stehe ich dann halt alleine in der Schlange. Sie geht halt irgendwo hin, setzt sich hin, weil sie lieber sitzen möchte.
Auch bei den Zwillingen und Jan soll es was zu essen geben, aber etwas romantischer. Und dieses Restaurant bei Sonnenuntergang schreit ja förmlich nach Romantik. Jana und Jan machen sich mittlerweile aber wenig Hoffnung darauf. Zu zweit genießen wir, wenn wir einen Zweierurlaub haben, wenn wir einen Liebesurlaub haben. Ich würde es aber gerne zu zweit genießen, wenn ich einen Freund hätte. Denn auch wenn Single Taya dem Paar jede Zweisamkeit durch ständige Anwesenheit und Kommentare vermiest, weiß die 25-Jährige solche Locations dann doch zu schätzen. Nee, guck, das ist voll romantisch. Guck vor allen Dingen für das erste Date oder zweite Date oder dritte. Unter der Abendsonne Maltas ist mal Zeit für Tacheles. Taya, ich versuche die ganze Zeit so nett wie möglich zu dir zu sein. Und sage, nein, nein, zu zweit würde ich nicht hier sein. Und also ich gehe sowieso nicht. Ich war sowieso nicht das fünfte Rad am Wagen. Ja, du warst, warte, der Mittelpunkt von uns. Ich habe mehr romantische Gefühle jetzt im Momentan als ihr beide. Das stimmt nicht so ganz. Vielleicht wäre es für das Dreimonatspaar einfacher, wenn die 2 Minuten jüngere Taya sie mal ungestört ihre Liebe ausleben ließe. Doch schon morgen killt die 25-Jährige beim Feiern gehen wieder jegliche Romantik. Das Problem ist, wir waren noch nie im Stripclub und das würde mich echt interessieren. Und beim Team Beste Freundin haben mal wieder die 2 Spaß zusammen, die nicht verheiratet sind. Das und mehr morgen bei TAF.